Die erste Frage bezieht sich auf das Mischpult. Ah ja, genau. Wir haben ja eben gesehen, du hast das analoge Mischpult nicht mehr. Du hast dir ein digitales gekauft von Tascam. Und früher hast du mal gesagt, die analogen Pulte, die klängen besser als die digitalen. Siehst du das heute wahrscheinlich anders? Ja, einerseits das, weil die Digitaltechnik hat sich ja auch sehr weiterentwickelt. Also ist ja nicht so, dass die jetzt, damals waren die wirklich noch so, hast du echt gehört, du hast vorne einen Mug rein, der Kippen kam Kork raus, weißt du, so. Aber bei den jetzigen ist es, also ich würde sagen, eigentlich kaum merkbar. Die Filter klingen sehr analog und alles. Und da ich ja meistens sowieso meine Sounds im Gerät einstelle, ist das auch nicht so, wie ich dachte, hundertprozentig alles analog ist. Hauptsache, kommen linear dann sauber durch. Und dann, das Problem war einfach, mein Soundcraft, dieses Ghosting, war ja dann zum Schluss, also knackte so ein bisschen so. Gut, wie Analogpulte halt sind, die knackte, rasten so ein bisschen und so. Und da musste ich ein neues Pult haben und da habe ich gesagt, na, willst du nochmal analog oder so, oder willst du nicht mal probieren? Und habe dann bei Tascam angerufen. Und da war auch einer, der mich dann auch kannte und sehr nett war. Und der meinte, ja, ich möchte jetzt doch mal probieren, mit der heutigen Technologie mal einen Digitalpult zu nehmen. Und Tascam war eigentlich für mich insofern ganz gut, weil ich hatte damals den DA30, den DAT-Recorder, und dann den DA88, den 8-Spur-Recorder, und da hatten die ja die ganzen Analog-Digital-Wandler schon drin, und die waren ja gut, immer von Tascam. Und da habe ich gesagt, wenn du dann versuchst, du halt mal da. Und dann habe ich dann auch irgendwo im Keyboard zu lesen, dass die gerade das neue DM4800, das ein ganz neues draußen ist, also mit 64 Kanäle habe ich da, das reicht mir allemal. Und dann habe ich dann gesagt, ja, stellt das mal rüber. Dann haben die mir das hier einfach hingestellt. Dann habe ich da 6 bis 8 Wochen da rumfummeln können. Dann habe ich mich sehr schnell daran gewöhnt, auch an der Total Recall, und die internen Effekte sind ja alle von TC. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden damit. Ja, doch, kann ich nicht meckern. Und also mir ist, nur am Anfang war das so, genauso wie, als ich das erste Mal meine Musik auf CD gehört habe, dass da eben halt auf einmal so, da war eine Klarheit drin, die ich vorher nicht so kannte, die aber auf der anderen Seite auch noch ein bisschen vermisst habe. Jetzt nicht mehr, aber das ist halt beim Umsteigen immer so. Aber damals habe ich gedacht, das klingt ja alles so ganz klar, so, weißt du, so ohne dieses Grummeln, so leichte, ich sag mal Bodennebel da drin. Der ist jetzt weg, aber dafür kriegst du eben halt andere Feinheiten mit, und das wertet das andere eigentlich sehr auf, ne? Wenn du die Effekte gerade ansprichst, wie sieht das aus mit den externen Effektgeräten? Welche benutzt du noch, oder verlässt du dich jetzt ganz auf die Impult, oder benutzt du auch noch Plugins für die Logic-Software? Ja, ich benutze einerseits die HAL-Sachen vom Space Designer, von Logic, weil das ist ein fantastischer HAL. Und mit dem neuen Rechner, mit dem G5, da den schnellen Doppelheimer, da ist das auch für die CPU-Belastung kein Problem mehr. Aber dann nehme ich aber nur den Hall von und ein bisschen vielleicht einen Kompressor mal für eine Stimme oder so. Da ist halt aber auch einige abgelesen. So Phaser, Flanger, die klingen also virtuell, so die virtuellen Sachen, die klingen nicht so, finde ich jedenfalls noch. Und dann benutze ich eben halt auch 2 Hall-Programme vom internen Tascam-Pult. Die sind ja, wie gesagt, von den Algorithmen von TC, und die sind ja auch sehr gut. Und ansonsten Outboard, also an Hardware, benutze ich natürlich immer noch mein Roland Delay. Das ist also für mich heute immer noch unschlagbar. RSP oder irgendwie sowas heißt das, oder RSD oder sowas, 550, so, das ist halt so ein Tape Delay. Und das benutze ich immer noch. Dann benutze ich halt auch für die, ich habe ja auch immerhin noch analoge Instrumente, die über MIDI nur angesteuert werden. Da muss ich auch externe Hallgeräte haben, oder könnte ich auch machen, ich müsste die dann aufnehmen und dann als Audiospuren. Dann kann ich natürlich die internen auch benutzen von Logic oder so. Nur, ich weiß ja bis zum Ende des Stückes nicht, was ich noch verändern will und so. Deshalb, wenn ich eine MIDI-Spur aufnehme, dann kann ich ja da nicht mehr rumfummeln da. Und deshalb habe ich halt Outboard, habe ich eben 2 Roland Hall, einen TC Hall und das Roland Delay. Und die brauche ich immer halt für meine ganzen analogen Geräte, ob das jetzt der Andromeda ist oder meine Moogs, habe ich auch 5 Stück von.
Und, oder die Virusse, da die laufen ja alle noch über. Und die JD800 natürlich. Der macht ja immer diese Flächen bei mir. Ne? Und die Sachen, dafür brauche ich eben halt externe Geräte, damit ich flexibel bis zum Ende bin. Deshalb mache ich das auch. Und die lasse ich auch. Weil wenn die vernünftig eingestellt sind, dann rauschen die Audio, machen die auch keinen Mist. Ne? Ja, da hört dann gleichzeitig die Anfrage mit den analogen Geräten beantwortet. Ich habe ja selber gesehen, du hast einen Memory Moog, du hast noch ein paar Mini Moogs, dann hast du den schönen EMS SynthiA. Ja, stimmt, die habe ich vergessen. Ey. Ja, und die Andromedas. Wie sieht es aus mit den virtuellen Instrumenten? Weißt du so ungefähr auswendig, was du hast? Also, weißt du, den Atmosphere haben wir da, den Ja. Stylus RMX. Weißt du auswendig, was du noch hast? Ja, eigentlich habe ich so fast alles, was es gibt. Also ich habe jetzt von Sugarbytes einen neuen, das ist ja Unique, den kann ich nur wirklich sehr empfehlen. Der ist geil, der hat nämlich diese Vocalfilter. Das klingt alles so ein bisschen, nicht mal nach Vocoder, sondern halt so, als ob du im Mund so ein bisschen filterst. Das ist sehr geil. Dann habe ich auch noch den Zebra, so ein paar neuere Sachen. Ich habe im Grunde genommen alles, was es gibt, nur leider läuft das meiste nicht mehr. Und das ist jetzt auch mal so, weil da so ein Appell an die Hersteller da ist, dass die also theoretisch gar nicht dem Software-Update folgt. Jetzt Logic ist, ich habe jetzt 7.2er, jetzt habe ich gehört, jetzt ist das Logic 8 soll jetzt schon draußen, da sind von 7.2 gleich auf 8 gesprungen. Da kann ich mir vorstellen, dass wieder die Hälfte nicht mehr geht, weil das finde ich immer lästig. Du musst irgendwo deine Software updaten im Rechner, aber deine VSTs oder virtuellen Instrumente, so, die fliegen dann alle hinten raus, weil die noch nie abgedatet haben. Ne? Oder manche Firmen, das ist dann auch sehr schade, machen einfach gar nicht mehr weiter. Das heißt, die sind ein für alle Male weg. Das ist so, als ob du, wenn du ein neues Mischpult kaufst, erstmal deine ganze Hardware wegschmeißt. Und der neue Kumpel ist dann, damit du die überhaupt wieder mal ans Mischpult anschließen kann. Und das ist also sehr lästig so. Aber wie gesagt, ich benutze sehr viel die Voice Machine, auch noch die ist zwar nicht mehr kompatibel zu dem Programm, läuft aber Gott sei Dank noch. Dann das Auto-Tune als VST, ne, habe ich natürlich dann auch, da habe ich auch Phaser und Flanger, aber die benutze ich alle so gar nicht. Und ein virtuelles Instrument ist hauptsächlich wirklich der Atmosphere, der läuft fast bei jedem Stück. Ein RMX, die ganzen Drum-Loops und sowas. Und eben halt auch das Battery benutze ich dann. So, teilweise, die benutze ich aber nur, da spiele ich mit der Hand die Grooves ein, weil die hat also nicht so dolle Loops, die hat also Spectrasonic ist schon in der Hinsicht die geilste Firma, die es gibt in dem Punkt und dieser Hände. Naja, und dann der Rest läuft halt eben über die Sequenzer und alles vom Virus und von den Moves. Ne? Und dann habe ich so mein ganzes rhythmisches Teil benutzt. Dann benutze ich auch noch den X-Phrase, der ist auch ganz schön. Da gibt es Gott sei Dank ein Update, dass der jetzt auch läuft mit dem G5er und diesen. Allerdings jetzt ist das nächste, der Hypersonic, der ist schon wieder weggeflogen. Kann ich nur hoffen, dass da mal ein Update kommt. Den habe ich auch gerne benutzt, den fand ich auch ganz gut, aber der läuft nicht mehr. Also, und dann der Plex, der war auch gut, der war ja auch von Wolfgang Palm mitentwickelt, der auch den Wave da gebaut hat. Und der bringt echt meinen Rechner zum Absturz. Also der ist so daneben in der Software, dass ich den gar nicht mehr, nicht mal reinladen darf. Da bricht dann gleich der Apple zusammen dann. Ne? Aber ich hoffe, na gut, Plex wird wahrscheinlich nicht mehr viel tun, aber ich hoffe, dass sie bei Hypersonic, dass sie den vielleicht nochmal updaten, weil der wäre auch sehr gut. Aber dann habe ich ja die ganzen Native Instrument Sachen, dann habe ich auch hier die Steinberg Sachen, aber die meisten alten Steinberg Sachen, die laufen nicht mehr. Ne? Und das liegt auch aber auch nicht direkt unbedingt nur an Steinberg, sondern daran, dass die so Third Parties haben, also Zulieferer, die haben das nur unter Steinberg vertrieben. Das ist damals auch mit der Voice Machine gewesen. Und dann waren dann so, weißt du kennst ja selber, so Zwei-Mann-Firmen in England oder in Neuseeland, Australien irgendwo. Und die haben dann einfach aufgehört, weiterzumachen. Ja, und damit bist du dann mit dem Update, kannst du dich auch gleichzeitig von verabschieden. Ne? Und das ist eben halt der Nachteil von den ganzen Sachen. Aber auf der anderen Seite lassen sie sich auch irgendwo ersetzen von anderen neueren Geräten. Aber trotzdem finde ich es schade eben. Ne? Es geht ja bei den virtuellen Instrumenten solche, wo man nur rudimentär eingreifen kann. Aber wenn ich jetzt an solche Sachen denke wie den FM7 oder Pro 53, da kann man richtig fleißig editieren. Wie hältst du es damit? Ja, das sowieso, weil du kannst also im Grunde genommen gerade so bei, ich sag mal, in Anführungszeichen amerikanischen Geräten, die haben ja so eine komische Soundästhetik, da musst du überall dran schrauben, damit er vernünftig klingt. Also für meinen Geschmack, für andere Leute mag das völlig in Ordnung sein.
Auch der blaue, da bin ich ja froh, weil ich habe dann vor kurzem erfahren, dass die Wavy ihre 2-2er wieder gebaut haben. Waldorf gibt es ja da wieder. Und habe ich dann auch angerufen, da bin ich sehr froh, dass ich den 2-2er habe, weil den habe ich immer sehr gerne benutzt, weil der hat diesen typischen metallischen Sound, hatte keinen anderen Sensor. Da braucht man gar nicht so viel rumzuschrauben. Aber das ist halt auch ein Gerät, was aus Europa kommt. Die europäischen Geräte klingen eigentlich schon eher, dass man sie so fast benutzen kann, während so die amerikanischen und japanischen Geräte, da musst du rumschrauben bis zum Umfallen, ja, damit die da irgendwann mal nach was klingen und nicht. Ich konnte ja damals auch den DX7 nicht leiden, weil der hat diese FM-Synthese, das war ja schön, aber der hat für mich so einen dünnen, wirklich synthetischen Sound. Aber das ist eben halt, da muss man halt eh rumdrehen. Die klingen natürlich auch alle dann, wenn man rumschraubt, aber man kann nicht die so nehmen als Preset, das geht nicht. Ne? Also für mich jedenfalls, für meine Musik passt das nicht. Ne? Du bist ja unter anderem auch dafür bekannt, dass du damals den großen Kasten hattest, den Moog Modular. Den gibt es ja jetzt auch von Arturia und der klingt ja auch gar nicht mal so schlecht. Ich hatte vergessen, also Arturia benutze ich natürlich auch, weil die von Moog her gesehen, das ist absolut die Top-Firma. Also das hat selbst der Bob Moog selber gesagt, dass er die super findet, was die machen. Ich finde von denen den CS80 nicht so dolle, weil ich hatte ja selber mal einen CS80 und das ist also, klingt nicht so direkt nach CS80 so. Also, aber man muss ja nicht alles haben. Aber die Moogs, vor allem speziell den Modular Moog, benutze ich auch wegen dem auch dem eingebauten Sequenzer. Und die sind fantastisch, die Teile. Auch der Minimoog von denen ist also wirklich, die klingen so fett und sauber. Das ist, und vor allen Dingen, was ich ja bei meinem großen Moog hatte, ich hatte ja 12 Oszillatoren, also 10 Oszillatoren. 9 waren normale Audio, also Oszillatoren, und der eine war LFO zum Modulieren, aber ein großer. Und da konnte ich auch im Konzert oder auch im Studio teilweise echt nur mal 3 benutzen. Die anderen 6, die haben sich irgendwo verabschiedet. Waren aber jeden Tag andere. Also nicht, dass immer nur die gleichen 6 nicht gingen. Da stimmte die Scale nicht mehr, die rasten da seitlich weg da. Oder die haben sich innen drin verändert, also in der Stimmung. Also aber nicht auch nicht gleichzeitig. Jeder Einzelne meinte, er müsste dann eine andere Tonhöhe da haben. Und also ich habe da uns jetzt bei dem den virtuellen Moog, da kannst du natürlich mit allen arbeiten, macht auch Spaß und so. Obwohl, ich meine, wenn du 3 Moog-Oszillatoren hast, das hat auch immer erreicht, die waren dann schon fett genug. Ne? Aber irgendwo hast du gefragt, warum hast du eigentlich 9 Stück? Das war dann nur eben halt, dass eben der erste, der 5. und der 8. vielleicht ging an dem Tag, am nächsten Tag ging der 2., 3. und 7. oder so. Und so musstest du dir die aussuchen. Ne? Aber naja, gut, Zeit sind vorbei, jetzt steht er in der Schweiz im Museum und da soll er mal selig da zum Angucken sein. Ne? Wie ist denn die unterschiedliche Haptik? Also bei einem analogen System kannst du dich ja da vorstellen, kannst schrauben, Kabel stecken und so weiter. Und bei einem virtuellen System musst du das alles mit der Maus machen. Aber das ist, das finde ich auch so, also das ist so wirklich so, weil ich immer so sage, das ist so wie eine Frau ohne Unterleib. Ne? Also du bist ja mit dem Mauspfeil am Drehen, das ist also erstmal sehr unerotisch. Ich finde das also schon geil, so eine physische Begegnung mit dem Instrument. Und die Knöpfe, die haben ja auch ihren eigenen Reiz und so. Nur was eigentlich viel schlimmer ist, dass wenn du zum Beispiel einen Filter einstellst oder so, da arbeitest du ja mit Cut-off und Resonanz gleichzeitig, drehst die gegeneinander, damit du den speziellen Sound kriegst. Das kannst du mit der Maus ja nicht. Da kannst du nur jetzt die Resonanz aufdrehen, dann gehst du zum Cut-off, drehst wieder runter, du musst andauernd hin und her springen. Das heißt, du kannst nicht 3 oder 4 Sachen gleichzeitig machen, weil die Maus ja nur ein Pfeil hat. Ne? Oder du nimmst so ein Master-Keyboard mit mehreren Reglern. Ja, ich habe ja Gott sei Dank hier ein uraltes Quasi-MIDI-Teil noch mit 3 Modulationsrädern. Da kann man das natürlich machen. Nur mit dem Unterschied, dass die meisten Master-Keyboards immer nur 2 haben. Ich würde den Leuten empfehlen, Dinger mit 4, 5 Modulationsrädern zu bauen, dass man die dann gleich adressieren kann. Dann kannst du nämlich Cut-off, Resonanz und auch Emphasis und sowas im Envelope, so alles mal, weißt du, so gleichzeitig gegeneinander verschieben. Oder auch beim Einspielen, weißt du, kannst du das machen. Das kannst du ja zum Beispiel überhaupt nicht machen mit einer virtuellen Maus da. Wenn du jetzt spielst und du willst dann mit der Maus den Filter verstellen, ja, wie geht das denn? Also, ne? Und dafür sind eben halt die Räder in den Master-Keyboards ganz gut, aber irgendwie wollen die Leute nur das eine festgelegte Pitch spielen, weil ich sowieso für lieber für sie halte. Das ist so typisch das amerikanisch-englische Jaulen da, weißt du, wii-o, wii-o, wisst ihr, was die da immer so gerne machen.
Und dann hast du theoretisch ja nur noch ein Rad, was jetzt hier Filter auf- und zu machen ist. Und eigentlich müsste da nochmal drei Räder dafür sein, dass du eben einen Filter oder ein ADSR, zum Beispiel was ARP dann damals eingeführt hat, das vierstufige mit Release Sustain noch zum Schluss. Da müsste es eigentlich auch jedes Mal für ein Rad für da sein. Und ich meine, das kann doch nicht die Mark sein oder heute der Euro sein, da vier Räder einzubauen, die man frei adressieren kann. Ich meine, wenn du zwei einbaust, dann brauchst du immer zwei daneben. Ne? Ich meine, das ist ja, ich meine, beim MOOC ist es natürlich super, ne? Da hast du ein Mini-MOOC, da hast du das und hast im hinten Pedal, das du in den Filter steckst, da hast du dann einmal, da das eine Rad machst du Filter auf, mit dem Pedal machst du Resonance oder was auch immer. Ne? Das ist auch, wäre auch mal was da dann machen könnte, aber da, ich glaube, da sind eigentlich die Programmer auch zu wenig praxisorientierte Musiker. Ne? Die denken, ach, zwei Räder reicht doch oder so, und der hat ja noch seine Maus und so. Ne? Ja, das ist alles schön und gut, nur im praktischen Leben auf der Bühne mit einer Maus rumzurudern, also das mache ich heute noch nicht. Also ich nehme zwar immer noch so einen Laptop mit, werde jetzt auch in nächster Zeit einen Laptop mit auf der Bühne stellen, hatte ich ja schon aber einen zweiten, der theoretisch nur für ein Atmosphere läuft, ne? Weil den möchte ich natürlich gerne auch live benutzen, weil das ist einfach ein fantastisches Gerät. Ne? Wie sieht es denn aus bei den Softwareentwicklern? Also wenn jetzt irgendeine Firma hingeht und entwickelt einen Software-Synthesizer, wirst du da quasi in einem Entwicklungsstadium als Expertin zugezogen, dass die Leute dich mal fragen, sag mal Klaus, du kennst dich doch aus, wie meinst du, sollten wir jetzt das Filter klingen lassen und soll man hier irgendwie eine Modulationsmatrix machen oder sowas? Oder präsentieren dir die Leute irgendwie so eine Beta-Version, sag mal, prüf mal, ob das so ist? Na, ist meistens andersrum, dass sie, also die fragen schon so, weil ich kriege ja die Sachen meistens auch, wie gesagt, umsonst hingestellt, damit ich sie ausprobieren kann und was zu sagen kann. Nur ich kann was zu sagen, wenn es gut ist, zitieren sie mich, wenn es schlecht ist, sagen sie ja nicht. Und zweitens ist dann auch immer so, wenn ich dann Vorschläge mache, dann kommt meistens immer der Spruch, wie ich dir vorher schon sagte, so, ach ja du, wer braucht das denn? Ja du bist ja so ein Fieselfried, der da überall rumschraubt und macht und tut. Aber das brauchen die eigentlich ja nicht, so die Leute. Das war damals bei den Hardware-Sachen eigentlich offensichtlicher. Da ist es natürlich auch schwieriger. Aber meistens meine Vorschläge bei denen so abstrus, da sagt das, der normale User braucht das eigentlich nicht. Und dann hat sich das meistens das Zwiegespräch auch erübrigt. Dann, weißt du, dann benutze ich das halt so, wie ich das will. Weil man kann sie ja so benutzen, nur ist das halt ein bisschen umständlicher. Und dann wird halt eigentlich mehr darüber gesprochen. So, ne? Die lassen das dann so. Ne? Aber jetzt will ich also unter Umständen, na, ich habe mit den Leuten ja in Berlin mit Sugarbytes was zu tun. Und wir wollen jetzt zusammen, ich wollte einfach mal, und die wollten das auch machen, einfach mal so einen Step-Sequencer, einen virtuellen entwickeln. Und zwar wirklich einen simpel. Weißt du, wenn du heute so Sequencer kriegst, weißt du, die können 100.000 Sachen. Aber drei Sachen, die ich dann haben will, die können sie eben nicht, weil sie eben halt so eine milchgebende Wollmilchsau sind. Verstehst du? So, die müssen dann alles können und dann wird halt, ich sag, Alter, mal so ganz simpel, wie die MOOC-Sequenzer. Also hast du acht Töne reichen, weil alles, was mehr ist, sind schon Melodien. Diese acht Töne sind, die haben dann, am meisten brauchst du nur vier oder fünf davon. Die bringen ja auch den hypnotischen Trance-Charakter rüber. Dann möchte ich eine zweite Reihe haben, die Cut-Off, die dritte Reihe, die jetzt Resonance steuert, die vierte Reihe vielleicht noch für ein Envelope oder irgendwas, aber jedenfalls Sachen, die ganz simpel sind, wie der MOOC-Sequencer eigentlich war im einen Sinne. Und sowas wollen wir jetzt auch mal zusammen bauen, also zusammen entwickeln. Und das ist natürlich, das macht natürlich dann auch Spaß, wenn du gleich von Anfang an dabei bist. Aber meistens kommen die Softwarefirmen eigentlich erst dann zu mir, wenn das Gerät eigentlich fertig ist und sagt so, jetzt check das mal aus, probier mal. Wie sieht es denn eigentlich aus mit Samples? Also wirklich unveränderbare Sachen, die man früher auf den CDs gekauft hat. Benutze das heute noch, bestimmte gar Sachen? Nicht mehr. Gar nicht mehr. Ich habe früher, wie gesagt, sehr viel benutzt davon, gerade so Ende der 80er, wo das so war meine Hochzeit dafür, wo die Leute sich schon amüsiert haben, das hier, ne? Das waren eben halt Sachen, das waren auch teilweise sehr extravagante Sachen dabei, also von Spectrasonic bis Distorted Reality und so.
Aber ich mache mir heute die Samples einfach selber. Weil das heißt, einerseits, okay, ich benutze Drumloops von RMX, sind ja auch Samples. Aber die sind ja so zerhackt, dass sie sich an das Timing. Früher, wenn du eine Drumloop hattest, musstest du ja das Timing, den ganzen Song auf die Drumloop abstimmen, weil die konntest du nicht verändern. Konntest du es schon, aber die klangen ja nicht mehr richtig. Aber sowas benutze ich dann halt heute noch so. Das sind auch fertige Samples, aber die sind variabel. Aber so was an Stimmen ist oder was sonst so ist, da habe ich jetzt die ganzen Sänger und so und was auch Geige ist oder Cello oder so, das ist einfach doch was anderes, da nehme ich mir einfach heute, lasse ich mir das von den Musikern einspielen, was ich brauche und dann auch manchmal so auf Halde, einfach so wie fürs Archiv und wenn da irgendwann ein Stück ist, wo ich meine, ich könnte eine Geige brauchen, dann hole ich mir das von der Harddisk und so, aber so, sagen wir so, gekaufte Samples benutze ich kaum noch. Um die Brücke zur Vergangenheit jetzt weiterzuschlagen, jetzt gehen wir mal ein bisschen weg von dem rein musikalischen. Du hast ja früher auch mit verschiedenen anderen Musikern zusammengespielt, Manuel Götsching, Edgar Fröse, Harald Großkopf, Robert Schröder, hast du zwar vielleicht nicht mit zusammengespielt, aber das waren ja frühere Kontakte und Kollegen. Wie ist dein heutiges Verhältnis? Hast du zu dem einen oder anderen noch Kontakt? Ja, zu Manuel hatte ich immer so Kontakt gehalten, weil der hat ja auch in Blue noch mitgespielt, also in 90ern und so, jetzt längere Zeit nicht. Und das ist lustig, dass du gerade fragst, ich habe vorgestern fast über 2 Stunden mit Edgar mal wieder nach 10 Jahren Pause telefoniert. Und es war einerseits sowieso sehr lustig, ist es ja immer mit Edgar, weil der hat ja auch einen tollen Humor. Und aber es war auch irgendwo sehr bewegend, weil wenn man sich so lange nicht spricht und man redet über seine Vergangenheit und was so in den letzten Jahren so alles passiert ist, so, wo viele Parallelen bei sind, wie gesagt, das ist schon sehr bewegend, weil da sprichst du mit einem, der so in Augenhöhe ist, weißt du, der gleich angefangen hat, der hat jetzt auch 40-jähriges, ne, mit Tangerine und der, wo man auch so gewisse Parallelen hat, das spielt er jetzt im Oktober in Frankfurt in der Oper. Und dann kam dann gleich das Ruf, weißt du noch, damals, 67 oder 68, haben wir doch angefangen in der Oper zu spielen in Frankfurt noch mit dem Höke als Happening. Sagt er, ja genau, das ist genau der gleiche Saal, ich sage, muss ja auch für dich kommen sein. Jetzt trittst du da selber wieder nach 40 Jahren in der gleichen Halle auf und, aber mit einem ganz anderen Vorzeichen, wenn man damals eine Kunst-Kultur-Band völlig unbekannt. Und heute kommst du da hin und dann bist halt der so eine Art Star schon und Legende und trittst im gleichen Saal wieder auf. Ne? Merkst du dann, wer lebt länger, die Architektur oder die Kunst? Ja. Naja, aber das ist schon, war ganz toll so. Und wir wollen jetzt auch wieder ein bisschen in Verbindung bleiben und so, weil wird ja natürlich auch mit dem Alter von uns dann auch ein bisschen dünn die Luft. Ne? Also einige Leute sind gestorben dann so, ne, jetzt der FJ ja vor kurzem dann auch noch, ne, und dann meine hier der Florian Fricke und so, die gibt es ja alle nicht mehr. Und da ist man teilweise schon mal ganz froh, mal so einen alten Kollegen noch lebend anzutreffen. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber du weißt, was ich meine da. Und nee, da hatte ich dann gerne, also mit Harald habe ich weniger Kontakte, er schreibt ab und zu mal Mails an Müller oder so, ne. Und ganz lustig, jetzt, ich hatte irgendwie mal ein Interview, da habe ich gesagt, nee, also Schlagzeuger brauche ich halt nicht mehr, so Drummaschinen und beziehungsweise die Samples, absolut geil. Dann kam dann eine E-Mail, die hatte wohl Harald irgendwie gelesen, kam dann eine E-Mail von ihm, wo er dann sagte, so, ich bin eine Drummaschine. Ja, und so, aber ist ja so ein lockeren Kontakt noch so. Naja, und so mit Robert Schröder habe ich schon seit ewigen Zeiten keinen Kontakt. Ich glaube, der macht auch keinen. Der hat jetzt, glaube ich, mal wieder eine Platte gemacht, aber der hat ja jahrelang keine Musik gemacht. Der hat es ja auch sehr schwer gehabt da. Und da habe ich weniger Kontakt und so. Aber wie gesagt, das ist eben so sporadisch, trifft man sich ja mal, aber das ist nicht so richtiger Kontakt, hat man nicht. Da habe ich jetzt, wie gesagt, mit Edgar werde ich ihn wieder haben und mit Manuel auch so, aber sonst eigentlich weniger. Also auch keine gemeinsamen Projekte? Nee, also eigentlich nicht. Ja, vielleicht mit Manuel so, weil wir sollen ja dann, spielen ja dann im nächsten Jahr auf dem Lorelei Festival und da spielt, da soll ich da so Headliner sein oder irgend so was. Ich weiß ja auch nicht, was das alles so ist, aber scheint wohl in Ordnung zu sein. Und da soll auch Manuel spielen und der Veranstalter hat uns dann gefragt, ob nicht Manuel und ich
zum Schluss mal ein Stück zusammenspielen. Da habe ich gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Manuel hat auch gleich gesagt, natürlich, weil mit dem muss ich nicht üben. Oder also wir gucken uns in die Augen und dann spiele ich und ich weiß genau, Manuel spielt da, oder Manuel spielt, weil ich spiele damit. Also das ist für uns überhaupt kein Problem. Also insofern wird es da bestimmt in Kontakt geben, werden wir wahrscheinlich auch eine Platte von machen oder sowas, je nachdem wie das Konzert ist. Ne? Und das ist ein Konzert, aber sonst mit den anderen habe ich so weniger so Kontakt, weil ich arbeite da eben halt so mit den Snappern dann eher zusammen, ne? Und dann eben auch mit dem Nemlock oder so. Ne? Und naja, dann du bist jetzt dann eigentlich der Erste, der es erfährt. Am 24. November ist die Lisa Gerard hier im Studio, machen wir was zusammen. Sie ist ja die Sängerin von Dead Can Dance, sagt ihr vielleicht, ne? Die auch den Gladiator-Soundtrack gemacht hat. Und das ist also mein nächstes Projekt mit jemandem anderen zusammen. Und da freue ich mich sehr drauf, weil die Frau, die fand ich schon immer toll, eine tolle Sängerin. Werden es natürlich wieder viele Fans von mir sagen, ach du lieber, nein, bitte nicht ein Sänger. Lass den Klaus wieder bitte ganz allein. Ohne irgendeinen anderen. Lass dich auch von keinem produzieren. Mach das alles selber. Siehe Moonlake Continuum. Also Moonlake war ja von Tom produziert und da sagte er, ja, mach das lieber selber. Continuum habe ich ja dann komplett alleine gemacht und werde ich auch in Zukunft wieder machen, weil es macht ja auch Spaß. Und, aber wie gesagt, da kann ich dann auch als Musiker eigentlich so nicht unbedingt Rücksicht drauf nehmen, dass ich jetzt sage, ich mache mit der Lisa Jean nichts, weil meine Fans also lieber Instrumentalmusik als so. Aber sie benutzt ja ihre Stimme auch mehr als Instrument als so. Und dann arbeite ich eben halt auch noch mit Marian zusammen, den Sänger von Alphaville. Wir haben ja das Projekt Sputnik Roadhouse. Dann hat mich auch vor kurzem so der Jörg Schaaf angerufen, da wollen wir zusammen nochmal eine Warnfried machen. Will er mit seinem Spektralis, den will er da auch mal wieder so als analog sind, die mal so ein bisschen vorstellen, weil das ist immer toll mit dem Jörg, das ist so, der bringt immer irgendein neues Instrument mit und dann will er mir das eigentlich vorführen und dabei machen wir einfach eine Platte gleich, weißt du, weil das ist einfach, ist jedes Instrument eigentlich viel besser begreifbar oder dass man weiß, was kann es, wenn es direkt in der Produktion benutzt wird. Was nutzt mir das, wenn er sagt, guck mal, hier geht der Filter auf, hier geht zu, das weiß doch jeder. Wichtig ist, wie klingt das, was kann man machen, wie schnell kann man jetzt zum Beispiel die ganze Thematik des Instruments ändern, damit man in einer anderen Phase sofort da weitermachen kann und nicht erst Pause drücken und dann eine halbe Stunde da rumschrauben, sagt, jetzt kann man weitermachen oder so, ne? Aber wie gesagt, es sind viele Sachen so, die man machen will, wobei allerdings es immer noch darauf ankommt, man nimmt sich das vor, ob dann wirklich was wird, also sag mal so, die Musik, die man dann zusammen macht, so gut wird, dass man sie wirklich auf Platte rausbringt, ist immer noch eine Frage. Deshalb sage ich nur, das sind alles so Projekte, ob die dann wirklich mal so als Platte erscheinen, das hängt immer dann ab, wie toll war die Situation bzw. die Stimmung von uns und so, weil Musik machen können wir alle, aber trotzdem ist es, macht man auch mal einen Tag nicht so gute Musik, wo man dann sagt, das muss man selber nicht rausbringen. Und deshalb ist es immer so mit einem kleinen Fragezeichen so zu versehen. Ne? Wie sieht es denn aus mit Wolfgang Tiepold? Wird es da nochmal was geben? Ist im Augenblick nicht geplant, aber Sie sagen, mit Wolfgang spiele ich ja immer gerne. Weil ich finde auch, dass Cello super gut zu meiner Musik passt. Aber das sind dann eben so sporadische Sachen, wo ich dann, ich habe so ein Stück dann jetzt alleine gemacht und so, bin so bei fertig, sage, na, wisst ihr was, da fehlt jetzt, aber da müsste jetzt ein Cello hin oder so. Das weiß ich jetzt ja natürlich noch nicht, aber ja, wenn das Stück soweit ist, und dann würde ich natürlich dann ihn anrufen und würde sagen, hör mal, Wolfgang, wann hast du Zeit, komm mal rum, und dann kommt er mit seinem Cello ins Studio, wird er aufgenommen und dann sagt er wieder Tschüss. Da sieht man sich wieder ein paar Jahre nicht. Ne? Aber es klappt eben halt, weil die Chemie halt stimmt. Ne? Der weiß ganz genau, was er spielen muss. Ist auch ein Profi, dass er sich da nicht ewig verspielt. Meistens sind es nur zwei Takes, die er spielt und das stimmt alles. Und der hat eben halt auch das Gefühl dafür, was er spielen muss. Ne? Der muss mal, weil ich finde nichts schlimmer, als wenn du mit einem Musiker arbeitest und du musst dem Musiker sagen, was er spielen soll. Weil da kann ich nicht gebrauchen, da kann ich ja selber spielen. Aber ich kann ja das Instrument nicht, also was soll's. In dem Fall würde ich ein Sample nehmen, aber Samples sind ist was ganz anderes, wenn einer richtig Cello spielt oder du auf dem Keyboard ein Cello nachspielst. Das klingt halt ganz anders. Ne?
Ja, und dann zum Schluss noch eine Frage. Soweit bekannt ist, bist du ja, glaube ich, Kraftwerk-Fan. Ja, das stimmt. Wie ist denn da die Beziehung? Habt ihr da ab und zu Kontakt? Denn die Kraftwerke sind ja ziemlich schwer zu erreichen, meine ich. Ja, das Und ist bei gäbe es uns da auch. vielleicht auch mal eine Kollaboration? Nee, also das bestimmt. Musikalisch schätzen wir uns gegenseitig, aber wir wissen, zusammen können wir nichts machen. Ich habe ja gesagt, ich habe mal im Interview irgendwann mal gesagt, ich habe zwei Wünsche, einmal mit Kraftwerk und einmal mit Pink Floyd zu spielen. Weil das wäre, hätte ich mal Lust, so, aber ich weiß natürlich, hätte ich Lust dazu, weil ich weiß, das passt nicht. Bei Pink Floyd würde es so vielleicht noch passen. Aber bei Kraftwerk, die machen halt von der Thematik her ganz andere Musik. Aber wie gesagt, ich finde sie toll. Ich bin immer, wie gesagt, immer noch ein Kraftwerk-Fan, war ich schon Anfang an. Und naja, man trifft sich doch auch so. Wie zum Beispiel jetzt bei Klassentreffen bei dem Film, so. Da trifft man sich, dann quatscht man den ganzen Tag so bei Filmaufnahmen. Da sitzt ja mehr in der Garderobe als auf der Bühne, weil die ja immer so lange brauchen. Ne? Und ja, dann telefoniert man, dann ruft Florian mich mal an und sagt, er hat ja letztes Mal mal, wie ich weiß, stundenlang darüber gesprochen, mit seiner Tochter, so was da so für Probleme auftauchen. Ich sage, naja, du Vater und Töchter, das ist immer das spezielle Problem. Ich habe ja nur Söhne, das geht relativ pflegeleicht zu. Und aber das ist dann aber auch immer so sporadisch. Das ist ja nicht, dass man jede Woche miteinander telefoniert oder so. Ne? Und ist im Grunde genommen auch so wie mit Edgar jetzt. Also in Zukunft wird es so öfters werden, aber das ist dann so, weil keiner von uns, wir haben alle unsere eigenen Sachen zu tun. Und wenn es dann aber einen Punkt gibt, wo man sich, wo Berührungen stattfinden, ja, die nutzt man dann auch aus und labert über alle Kram. Ja, da geht von Bananen, also vom Kaffeekranz bis zur spezifischen musikalischen Sachen, das geht da quer durch den Garten, so über die ganzen Jahre und auch über die Kollegen. Ey, hast du den mal getroffen? Was macht der denn so? Und wie gesagt, ne? Aber das ist dann nicht so, dass das so ein permanenter Kontakt ist. Dafür hat jeder für sich viel zu tun. Ne?